Bonnie und Clyde, das meistgesuchte Paar in den 30er Jahren. Bonnie Parker wurde 1910 in Texas geboren. Nach dem Tod ihres Vaters zog sie mit ihrer Familie nach West Dallas. Zu diesem Zeitpunkt war sie 6 Jahre alt. Sie gehörte zu einer Familie, welche weniger finanzielle Probleme hatte. Bonnie war seit klein auf eine gute Schülerin und hatte ein Talent zum Dichten. Clyde Barrow hingegen, er ging es nicht so gut. Er kam 1909 auf die Welt und mit nicht mal 10 Jahren musste er auf der Farm seines Vaters arbeiten. Im Alter von 12 Jahren zog er mit seiner Familie nach Dallas. Dort lebten sie unter einer Brücke, mit den Ärmsten der Stadt. Um sich und seine Familie ernähren zu können, brach Clyde die Schule ab und jobbte in einer Fabrik. Mit gerade mal 16 Jahren heiratete Bonnie ihren Freund Roy, welcher kurze Zeit später verhaftet wurde. Mit Auto- und Hühnerdiebstahlen verdiente sich Clyde etwas nebenbei. Sein Vorbild war sein großer Bruder Buck, der war auch kriminell. Im Januar 1930 trafen sie sich dann. Sie träumten beide von einem Leben ohne Armut, ohne Straßenleben und mit viel Geld. Die damals 19-Jährige tat sich mit dem 21-Jährigen zusammen, sie fingen an, kleine Geschäfte zu überfallen. Im März 1933 trafen sie auf einen jungen Automechaniker namens Jones, welchen sie dann zu sich aufnahmen. Sie holten noch Clydes großer Bruder Buck und seine Frau Blanche dazu und gründeten so zusammen die Barrow-Bande. Sie überfielen sämtliche Geschäfte und Banken. Bei einem misslungenen Überfall im Juni wurde Buck erschossen und Blanche festgenommen. Bonnie und Clyde durften bei Jones' Vater unterkommen. Sie handelten immer unvorsichtiger, doch konnten der Polizei immer wieder entkommen. So wurden sie zum meistgesuchten Paar in der USA und lebten auf der Flucht. Sie zogen durch ganze 11 Bundesstaaten, ohne erwischt zu werden. Im Laufe von 2 Jahren töteten sie 13 Personen, größtenteils Polizeibeamte. Als sie im Mai 1934 zurück nach Texas kamen, durften sie wieder bei Jones Vater leben. Dieser war aber nie so begeistert, dass sein Sohn mit solchen Leuten rumhing. Am frühen Morgen vom 23. Mai stellte er ihnen dann eine Falle. Er täuschte eine Wagenpanne vor. Bonnie und Clyde hielten natürlich an, um ihm zu helfen, dann ging er in Deckung. Aus den Büschen sprangen mehrere Polizisten und schossen auf sie. An diesem Morgen fielen 150 Schüsse. Die Polizei hat Bilder von Bonnie und Clyde gefunden. Falls ihr interessiert seid, könnt ihr das gerne nachschauen.